Sie hatte die Vorfahrt einer aus Richtung Lüdenscheid kommenden 39-jährigen Pkw-Fahrerin missachtet. Die 18-jährige Fahrerin eines Peugeot wollte aus Rutenpaul auf die B229 in Werdohl-Kleinhammer abbiegen. Im Kreuzungsbereich prallte sie mit dem Geländewagen zusammen. Die Fahrertür des Peugeot wurde so stark eingedrückt, dass die Fahranfängerin zunächst in ihrem Fahrzeug eingeklemmt wurde. Die Feuerwehr konnte sie jedoch schnell befreien. Die schwerverletzte junge Fahrerin wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Während der Unfallaufnahme war die B229 für gut eine Stunde voll gesperrt. Der Verkehr konnte aber auf kurzem Wege umgeleitet werden. Einen Rückstau gab es nicht, da sich der Unfall am Samstag um 7:20 Uhr zur verkehrsschwachen Zeit ereignete.